Schilder auch noch Leute fragen. Wir waren bei der Galeria Kaufhof drin. Wir waren bei IKEA drin. Wir waren bei H&M drin. Letzte Woche haben wir die Galeria Kaufhof Beschäftigten aus dem laufenden Geschäft geholt. Ganz unterschiedliche Methoden, immer wieder unberechenbar zu sein, damit die Arbeitgeber sich nicht darauf einstellen können und nichts unternehmen können, dass die Betriebe weiterlaufen. Ich bin Food-Mitarbeiter bei Kaufland und Betriebsrat in Oranienburg. Die Stimmung bei uns im Betrieb ist ganz gut, ist ausgeglichen. Es gibt gut die Hälfte der Belegschaft, die sich gewerkschaftlich organisiert hat in den letzten Monaten. Die andere Hält noch und hält leider zum Arbeitgeber. Das größte Problem ist, dass der Manteltarifvertrag gekündigt ist und der Arbeitgeber, wie du ja schon gesagt hast, eine Lohnniedrigklasse einführen will. Ich würde für die gleiche Arbeit zukünftig in einem anderen Haus vielleicht mehr als 5 Euro weniger verdienen. Und das ist ein Skandal. Und das zudem auch noch zuschlagsfrei. Und das lassen sich die Kollegen in meinem Haus und die Kollegen, die du hier siehst, nicht gefallen. Das ist gut so. Das heißt, die Stimmung ist ausgeglichen. Wie schätzt ihr die Aussichten ein, dass es am 2.12. jetzt zu Fortschritten kommt? Ich bin wenig zuversichtlich, dass die Arbeitgeber ihre unverschämten Angebote wirklich in den Papierkorb werfen. Ich befürchte, dass wir auch im Weihnachtsgeschäft massiv streiken werden müssen. Gibt es denn Einschüchterungspraktiken seitens der Geschäftsleitung? Nicht direkt unterschwellig. Nach einem Streiktag, das kann ich berichten, gab es Strafarbeiten oder sollten Strafarbeiten angedroht werden für Mitarbeiter, die sich tags zuvor am Streik beteiligt haben. Also Sie sind neu in der Gewerkschaft jetzt eingetreten? Genau, wir sind jetzt vor ein paar Monaten eingetreten. Meine Kollegin ist schon eine Weile drinne. Und wir wollten eben halt so ein bisschen mitwirken, dass ein bisschen was passiert. Und sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. In welcher Firma arbeiten Sie? Wir arbeiten bei Kaisers Hengelmann. Heute sind wir schon ein paar mehr. 7 Leute bei uns aus dem Markt. Aber streiken gegangen, war schon vor ein paar Jahren. Bin nur mit einer Kollegin gegangen und da bin ich eigentlich froh, dass wir jetzt aus einer Halle so viel geworden sind. Genau. Obwohl manche immer noch, sag mal, Angst haben oder wie auch immer, die man nicht dazu bewegen konnte, dass sie mitkommen. Aber wie gesagt, wenn man du das erreicht, dann freuen sie sich auch und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal das dann auch mitkommen oder so. Na, man hat ein mulmiges Gefühl, aber ich meine, es ist eben halt unser gutes Recht. Genau. Aber weil wir das vorher so nie gemacht haben, ist das eben halt ein bisschen komisch, wa? Sag mal, eine Kollegin, ich nenne auch keine Namen, sag mal, ich habe sie auch gefragt gestern, aber was ist los, kommst du mit und so? Nein, nein, nein. Und ich sage aber wisst ihr, like, wenn das denn, ich sage, eigentlich ist auch eine blöde Einstellung, was du hast, halt gesagt. Ich sage, du bist zwar in der Gewerkschaft, aber auch nur im Prinzip zahlend Mitglied oder Mitläufer und was tust du im Prinzip nicht dafür? Nein, und weiß ich nicht. Und sag, aber wenn wir dann gute Sachen erreichen, das nimmst du dann auch alles gerne mit. Ja, dann konntest du mich auch nicht mehr angucken und dann, wie gesagt, ich sage, okay. Ich meine, wir haben alle eine Menschenwürde und irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig. Wir gehen nicht arbeiten für umsonst oder sonst irgendwas. Die, sag mal, hier oben, die werden immer reicher und wir Mittelständler werden immer ärmer irgendwo und müssen, für alles müssen wir bezahlen und jetzt ist auch mal Schluss. Und hart dafür arbeiten. Genau, wir müssen hart dafür arbeiten und man wird auch manchmal nicht so gut behandelt, sag ich mal, auch allgemein auch von den Leuten, so, die einkaufen kommen, sag ich mal. Sind nicht alle so, aber viele sind dann auch mal mit so, einfach so behandelt, als wenn man so Dienstleistung und fertig und mach mal. Und man ist oft ein Prellbock. Genau. Für andere. Oder an der Kasse sowieso, da ist man sowieso der Prellbock. Und irgendwo halt auch keinen Bock mehr drauf, mir immer anzuhören. Ja. Von irgendwelchen Leuten, ne? Wir haben ja nur alle Kinder und Familie und unsere Arbeitszeit bis 21 Uhr oder 20.30 Uhr ist schon hart. Und wenn das dann irgendwann ausgeweitet wird, ich meine, Kaisers arbeitet oder hat schon offen bis 24 Uhr, wir an der Bedienung eben halt, ich sag mal, nur bis 20.30 Uhr, ja. Aber dass das eben halt wirklich auch so bleibt und irgendwann ist es ja, denke ich mal, vorauszusehen. Das ist irgendwann immer so. Ja, das ist selbstverständlich alle Themen. Genau, dass man auch länger auf hat oder rund um die Uhr und man sieht es ja auch, wie ich in anderen Ländern, da ist es rund um die Uhr und da ist es schon selbstverständlich und sowas wollen wir eben halt nicht. Kann ich gut verstehen. Ja. Und das ist ja ganz, früher ging es ja bis 18.30 Uhr, oder? Genau, ja. Genau. Da ging's da, auch, da haben wir auch nicht verhungert, oder? Da haben wir den oder sonntags bis 13 Uhr. Ja, ja, war da so. Da ist oder der Donnerstag, glaube ich, nur bis 20 Uhr. Ja. Genau, und ja, da ja, ging ja auch alles. Genau. Für die Leute ist das selbstverständlich. Ich sag mal, man kommt bis 20 Uhr rin und das wartet. Und man hat alles und man kriegt alles.
Und es ist ja genauso wie jetzt zum Beispiel Silvester, ist ja jetzt auch schon bis 16 Uhr offen, was früher auch bis 14 Uhr war. Ja, ne? Ja. Und dann sag ich mal, irgendwann werden sie dann bis 18 Uhr aufmachen und dann brauche genau. ich auch nicht mal im Grund zu gehen, dann kann ich genauso ins Bett gehen, ja, weil ich gerne ja. kaputt bin, sag ich mal jetzt als Beispiel. Man kommt ja nicht um 16 Uhr raus. Genau. Also abends sind heute bis 14 Uhr offen. Mir ging es immer so früher mit der Familie, ich bin nach Hause, bin ich auf der Couch eingeschlafen. Ja. Und meine Kinder, ja. genau. war eben halt so, ne? Freigestellte Betriebsrätin in einem Kaufland, in einer Kauflandfiliale in Berlin-Neukölln. Es geht zum Beispiel um die Einführung einer Billiglohngruppe, es geht um Wegfall von Zuschlägen, es gibt um krasse Einschnitte in den Geldbeutel und eben einfach die Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Ne? Und diese Niedriglohngruppe, wie viele Kolleginnen und Kollegen würde das betreffen? Bei Ihnen im Betrieb konkret? Ja gut, wenn man den Aussagen glauben kann, dann ja den jetzigen bestehen erstmal gar nicht, aber für alle Neuen. Und wir hätten dann eine Zweiklassengesellschaft und das würde natürlich auf die älteren Kollegen, die jetzt schon da sind, einen erheblichen Druck ausüben. Und auf der anderen Seite, Zweiklassengesellschaft ist eine Ungleichbehandlung, die kann und will man nicht dulden. Stichwort Druck, wie sehen Sie die Chancen, dass es jetzt bei der nächsten Verhandlungsrunde zu Bewegung seitens der Arbeitgeber kommt? Ja gut, ich sag mal, man hat immer die Wahl, ne? Weihnachten steht vor der Tür und im Ernstfall wir auch. Beim letzten Streik 2007, 2008 wurde ja die Auseinandersetzung gerade in der Weihnachtszeit ausgesetzt. Das wurde ja von vielen auch kritisch gesehen. Denken Sie, Verdi hat jetzt dazugelernt und zieht das jetzt durch dieses Jahr? Ich denke mal, die Leute sind kampfbereit. Letzten Endes, wenn nichts anderes mehr hilft, wird das das letzte Mittel sein und die Verdianer, die werden das durchziehen, ja. Es ist in jedem Laden zu spüren, dass immer mehr Fachleute nicht ersetzt werden oder gekündigt werden. Und immer mehr durch Leiharbeiter oder Studenten ersetzt werden und wir auf der Straße landen am Ende. Und jetzt mit der Kündigung des Tarifvertrages, wenn wir auf der Straße sind, haben wir die wenigsten Chancen, nochmal für ein vernünftiges Geld arbeiten gehen zu können, um auch davon leben zu können. Dazu kommt, dass wir fast alle in Teilzeit arbeiten und unsere Rente irgendwie selber sichern müssen. Das ist der Staat offensichtlich nicht in der Lage dazu. Ja, na und alles andere sagt ja schon der noch nicht abgeschlossene Koalitionsvertrag, dass irgendwann eines Tages mal die 8,50 Euro kommen. In welcher Firma arbeiten Sie? In Teilzeit, haben Sie gesagt? Real Gesundbrunnen. Ja, ist richtig, der Spruch. Das stimmt. Da ist noch einer. Ja, super macht ihr das. Gut. Ja, es ist wahr. Es kann, die Mieten kann doch keiner mehr bezahlen. Ich habe eine annehmbare Rente und was ist übrig? Und wie ist die Stimmung bei Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen? Geteilt, da ja auch Stimmungsmache gegen uns gemacht wird. Die einen gehen streiken, die anderen nicht, weil sie Angst haben. Oder weil sie es nicht verstehen oder verstehen wollen, ich weiß es nicht. Und dann wird natürlich dementsprechend auch aufgehetzt. Ne? Arbeitgeber haben Mantel- und Entgelttarifverträge Anfang des Jahres bundesweit gekündigt und haben drei ziemlich krasse Forderungen auf den Tisch gelegt. Das eine ist eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sollen nach betrieblichen Belangen eingesetzt werden, dann arbeiten, wenn Arbeit da ist und nach Hause geschickt werden, ohne dass, also wenn keine Arbeit da ist. Das heißt, ohne planbare Freizeit, ohne Rücksicht auf Familie, Kinder, zu pflegende Personen, solche Sachen. Die zweite Forderung ist die Forderung einer Niedriglohngruppe.
Da geht es darum, dass die Warenverräumung ja über Werkverträge größtenteils ausgegliedert worden ist. Das ist jetzt nicht mehr so gut beim Image und auch nicht mehr, ist die Qualität ist nicht mehr so hoch. Und jetzt haben die Arbeitgeber halt gesagt, das würden sie gerne wieder reinholen, aber dafür auch nicht mehr bezahlen. Und die haben gesagt, naja, dafür würden sie gerne diese neue Niedriglohngruppe für Warenverräumung schaffen, ohne dass da irgendwelche Zuschläge für bezahlt werden. Und sie haben uns hier in Berlin angeboten, 8,50 Euro im Westen und 8,24 Euro im Osten, 24 Jahre nach Mauerfall, das muss man sich mal überlegen, dann nochmal so eine Tarifmauer hochzuziehen. Und die dritte Forderung der Arbeitgeber war die schlechte Bezahlung von Kassiertätigkeiten, weil sie sagen, Kassentätigkeiten sind einfach nicht mehr so viel wert, man muss das ja nur noch über einen Scanner ziehen und nicht mehr sich irgendwelche Preise merken oder sowas. Und darum geht es, diese Forderungen tatsächlich abzuwehren und zu sagen, wir wollen unseren Manteltarifvertrag wieder so, wie wir ihn vorher auch hatten. Und wir fordern natürlich mehr Geld, also wir fordern 1 Euro mehr die Stunde. Ich studiere an der HU und ja, begleite schon seit ein paar Monaten immer wieder, also wir von Waffen der Kritik begleiten die Kollegen im Einzelhandel. Und ja, was ist eure Motivation? Na, also einerseits ist es ja viele Studierende auch beschäftigt im Einzelhandel sind, die da Praktika machen oder andere Sachen und da ausgebeutet werden. Und andererseits ist es natürlich dieser Angriff, ein Angriff auf die Lebensbedingungen von allen Arbeitenden und auch Studierenden in diesem Land. Und deswegen müssen wir den gemeinsam unterstützen, den Kampf. Und wie sieht eure Unterstützung konkret aus? Also wir gehen zu den Streikaktionen, wir verteilen Flyer, unterstützen die Kolleginnen, die auch viele ihre ersten Streikerfahrungen überhaupt machen. Und ja, also Studierende haben ja mehr Erfahrung auch im Flyer verteilen und so. Und dann reden wir mit ihnen und sagen ihnen, wie man Kolleginnen anspricht oder Passanten und unterstützen so und wollen die Streikfront halt breiter machen und mehr Solidarität auch von anderen Orten holen. Und wie kommt das an? Das kommt sehr gut an. Also wir haben von vielen Kolleginnen, beispielsweise von Thalia, auch sehr positive Rückmeldungen bekommen und ja, wollen auf jeden Fall, dass der Streik gewonnen wird. Und wie schätzt ihr es ein, dass es dieses Mal, anders als beim letzten Streik, in der Vorweihnachtszeit tatsächlich zu harten Aktionen kommt? Ich hoffe das, ich wünsche mir das, weil es muss wirklich mal auch direkt auf den Punkt was passieren, spürbar was passieren, ja. Ich finde es auch ziemlich traurig, dass hier so wenig Leute sind. Das finde ich richtig, richtig traurig. Es geht hier wirklich ans Eingemachte und ich weiß nicht, was es soll. Die Leute sind geschützt, die können auf die Straße gehen, denen passiert nichts, ja. Das haben wir all die Jahre durch. So, Ende aus. Ja, Dankeschön.